Ja, wir werden weniger wütend. Hauptsache, wir finden gleich bald noch unsere Ballons. Jetzt aus der, jetzt in dem Moment hätten wir Ashley ein bisschen gebrauchen können. Alles klar, das heißt Level 50 ist die ist das Optimum, damit wir es wenigstens gut beherrschen können. Wir hatten hier bei Kurt Manners und Factory nicht genügend, obwohl wir schon einiges darin hatten. Und wir müssen es immer noch ein bisschen bestärken. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Militär könnten wir jetzt auch noch machen, da haben wir auf jeden Fall einen gewaltigen Bonus. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann Waffen. Beides. Wahrscheinlich kommt bald mit Polarm. Aber gut, wir machen jetzt die Sachen hier. Ah, du studierst die Effekte von verschiedenen Arten von Kampffeldern für die Offensive und die Defensive. Ah! Wochenende können wir jetzt eine Tour machen. Das ist gut. Das müssen wir auch noch üben. Mit unserem Bogen. Also bis sie zu einer Experte wird. Nachdem du einen Tag durch die Gärten läufst, hörst du ein komisches Geräusch und du siehst eine Eule, die über dir fliegt. Okay. Nachdem du zum Schloss zurückkehrst, wartet dein Vater auf dich. Da gibt's eine Frau, die dich sehen will. Oh, wieder ein Crowdfunding Project. Danke, dass du mich siehst, Eure Hoheit. Oh. Ein Krankenhaus will sie bauen. Das werden wir auf jeden Fall akzeptieren. Ja, würdest du nicht das beschleunigen? Wir sind nicht interessiert. Stimmt schon, aber es ist nämlich wichtig, ein Krankenhaus zu haben, denn dann können wir auch die Krankheit behandeln. Ne. Aber es würde schon... Da hat sie nicht ganz Unrecht, aber... Ah. Tourbugs können wir jetzt machen. Und Tanzball. Ich glaube, das hier können wir machen. Als die Prinzessin und zukünftige Königin. Du bist der Belle vom Ball. Du amüsierst dich. Okay. Jo, uns geht's eigentlich bestens, bis auf die Tatsache, dass wir immer noch ein bisschen wütend sind. Und wir immer noch bisschen alleine sind, das müssen wir ändern, wenn wir mehr Stress kriegen hier, in dem Fall. Das ist immer noch gut für uns. Oben immer noch -2, -2. Ich weiß nicht, was dazu noch verursacht, dass wir das hier ein bisschen ändern können. Aber okay, wir können jetzt immer noch ein bisschen Waffen lernen. Ashley. Vor allen Dingen Ashley. Mit unserem Pfeil und Bogen. Und wir können hier Naval Strategie erlernen. Und das machen wir auch. Ah. Ihr Name, ihr Design. Und die Nummer von Leuten, die sie benötigen. Ihr Geschwindigkeit, ihr Manöver und ihre Waffen. Ah. Wir lernen, wie man Pfeile herstellt.
wie man sie schneidet, wie man sie fletscht und wie man sie zusammenfügt. Sehr nice. Erinnere dich, dass der Festival vom guten Lady bald beginnt. Oh, ist ein öffentlicher Feier. Ein großer Ball? Da wird getanzt. Als eine Königin. Okay, wir müssen da teilhaben und auch auf jeden Fall eine Rede halten. Jedenfalls, dass du nicht gekrönt wurdest, wird's nicht benötigt. Was meinst du, ist nicht sicher? Außerhalb des Schlosses bist du weniger beschützt. Und, ja, das müssen wir später entscheiden, aber wir werden auf jeden Fall weniger geschützt und dementsprechend können wir auf jeden Fall attackiert werden von anderen. Und es gibt einen Brief für dich. Es ist von Bryony. Ich ging mit ihr zur Schule und sie ist ein bisschen älter als ich. Ihre Mutter ist die Baronin von Mead. Oh, und ihre Mutter weigert sich, dass sie zu uns kommt. Das erinnert mich an die Cousine. Und angeblich benimmt ihr Onkel Kevan sehr komisch und schreit Schatten an. Okay. Sie ist gelangweilt und sucht nach Abenteuer. Nun, ich habe keinen Vorschlag. Wir können ja ihr helfen, ne? Und auf Abenteuer gehen, das ist doch gar nicht schlecht. Komm, wir machen hier ein bisschen eine Tour hier. Okay. 10 Battle und sie freut sich. Sie freut sich echt. Das freut mich auch. Sie ist nicht mehr sehr alleine und ja, sie ist dort in der Balance. Das ist doch schön. Und die Frage ist, oh, wir können jetzt, das können wir jetzt machen. Wir können jetzt Geschichte studieren. Wir müssen die Geschichte jetzt studieren. Militär können wir jetzt nicht machen. Da haben wir Minuswert und Waffen können wir jetzt auch nicht machen. Dementsprechend. Ja, bevor wir eine Rede halten können, müssen wir zumindest Public Speaking auf 50 haben und die anderen Sachen auch. Aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geschichte üben, so leid es mir tut. Die Novan History und was brauchen wir denn noch? Wir Public Speaking, wir brauchen noch Royal Demenior, wir brauchen da alles. Alles zusammen für die Rede, falls wir die Rede überhaupt haben, halten wollen. Conversation, Public Speaking. So, wir machen die beiden. Das muss ich auf jeden Fall üben. Du liest über die Geschichte von deiner Domäne. Hunderte Jahre zuvor, Nova war das Zentrum von einem großen Königreich. Okay. Du holst dir viel Luft und übst laut zu sprechen und deutlich. Das müssen wir auf jeden Fall. Oh, heute ist das Fest. Wollen wir die Parade leiten? Wenn wir dich verlieren, gibt's keins zurück. Wollen wir die Rede halten? Wir werden ja die neue Königin, aber sind wir denn eigentlich bereit?
Die Frage ist, werden wir den direkten Räder halten oder haben die Zeit zu üben? Ich glaube, ich mache das mal. Ich habe keine Angst. Und ich werde die beste Paradeleiter sein, die du jemals gesehen hast. Mein kleines Mädchen. Jupp. Wir bereiten quasi alles hier vor. Und es wäre nicht angemessen, ein Schwert zu tragen. Aber wir holen uns einen goldenen Zepter, das größer als wir sind. Okay. Ja, failed. Nachdem Gebete erhöht sind, hebst du deine Hände und rufst nach Ruhe, sodass du reden kannst. leider all die Worte, die du geplant hast zu sprechen, gehen aus deinem Kopf heraus, nachdem du den Moment begegnest. Du hast geschafft, einige höfliche Sätze über die Ferien und ja, danke fürs Teilhaben zu sagen. Dann drehst du dich um und ja, unsere Bäckchen werden rot. Okay, zumindest ist das doch eigentlich ganz positiv gelaufen, auch wenn es ein bisschen fehlgeschlagen ist, aber wir sind präsent gewesen. Oh, minus ein Cheerful. Ich glaube, das ist nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Ich glaube, das können wir auch noch machen. Oh, okay, da stand es genau dasselbe wie vorher. Aber sie ist glücklich. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt Röhl, die Menü und die Geschichte üben können. Und ja, Public Speaking reicht immer noch nicht. So, jetzt können wir noch... Militär können wir jetzt auf jeden Fall gar nicht machen. Aber wir können wieder Geschichte lernen. Ich glaube, ich lerne jetzt doppelt Geschichte. Geschichte, beides über die Nuvansche Historie. Oh, die Geschichte involviert eine endlose Zahl von Namen und Daten. Okay. Auch wenn sie so klein wie sie geworden sind, gibt es 10... Okay. Nun sind es 11. Nun sind es 11. Okay. Dein Vater ist ein Baron von Kaloris. Und sein Bruder ist der Baron von Masumpa. Brin. Barone von Hellas und ist die Schwester von Benion, Baron von Marie und so weiter und so fort. Bist du bereit für den großen Ball? All die Nobles von deinen Domänen sind hier, um dich zu sehen. Um ihre Königin zu sehen. Okay. Schick. Die schauen mich an. Alles wieder geschlagen. Dich selbst reflektiert in so vielen Augen zu sehen,
möchte dich. Also, wir wollen wegrennen und verstecken. Bei dem Moment, du frustrierst dich selber, am Ball zu bleiben. Aber du bist dir sicher, dass die dich verzögert gesehen haben. Dein Vater wartet auf dich auf dem Boden der Treppen. Und ja, sein Arm. Der ist sonst für uns. Komm schon. Ja, er begleitet dich über die Tanzflur niemals, um zu dir zu waschen. Es macht sehr viel Spaß, mit deinem Vater zu tanzen. Aber in seinen Augen zu sehen, macht uns traurig. Danach musst du deinen eigenen Partner suchen. Da gibt es viele Zahlen von Männern, wie die du in deinen Augen sehen kannst. Der Baron von Gigal hat selbst 3 schöne Söhne in deinem Alter mitgebracht. Du suchst im Raum nach möglichen Partnern, welches wie gesagt jeder ist. Keiner wird tanzen beginnen, bis du es gemacht hast. Du kannst egal wen auch suchen und du wirst nicht abgelehnt. Jemand bei meinem Alter, jemand jünger, jemand älter, jemand, der schon verheiratet ist. Irgendjemand skandalös. Ich glaube, wir suchen jemanden, mir ist eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Entweder Punkt 1 oder Punkt 3. Ich glaube, ich mache mal Punkt 1. Du nimmst Lilly, der zweite Sohn vom Baron von Gigal. Er ist nur 2 Jahre älter als du. Und er war immer nett zu uns in der Schule. Er beugt dir und dann beginnt er auch zu tanzen. Mit einem Partner zu tanzen ist wirklich sehr anders als mit dem Vater zu tanzen. Du kennst ihn. Du kennst seine Schritte, als wäre es ein Teil von dir. Nun ist jede Bewegung mysteriös. Oh, Teil. Teils erfolgreich. Du hast gelernt zu tanzen. Und das hat dein Partner auch. Und es ist einfach genug, um durch die Bewegungen mitzutanzen. Zwischen den Tanzen gibt es Zeit zu reden. Ja, über Essen. Das haben wir fehlgeschlagen. Okay, Benjen, der Baron von Marie, tappt elegant. Okay. Okay, hallo. Könnte ich eure Aufmerksamkeit haben? Ich glaube, wir sollten unsere Komplimente über unsere... Ja. Jeder klatscht dir höflich. Und die Gala setzt fort. Du bekommst die Möglichkeit, um die Noblen zu beobachten, das du selten gesehen hast. Da ist zum Beispiel Gwenil, die junge Lady von Sodbury und nur einige Monate älter als du. Oder Adele, die jüngste Tochter von der Baronin von Lila. Und eine... Ja, freudige Sportsfrau. Sie war wenige Jahre von dir in der Schule vorne und ist der absolute Terror in den
Ballfeldern. Okay. Nein, Brioni, hat sie gesagt, als nachdem ihre Eltern... Okay, sie in die Schule eingeschlossen haben. Okay, sie haben sie... Also die Eltern haben sie verlassen und sie quasi alleine in die Schule gelassen. Oha. Ihre Eltern sind hier, um sie zusammen zu tanzen. Merkwürdig, dass es kein Zeichen von einer Cousine gibt. Sollte sie nicht hier sein? Deine Tante und dein Onkel sind hier, aber... Es würde skandalös sein, wenn sie nicht gekommen wäre. Mehr war es so nah. Es ist so schön, Zeit mit seinen Freunden und Familie zu bringen, ist es nicht? Sehr merkwürdig. Ich hoffe nicht, dass sie irgendetwas passiert ist. Denn ich meine, dass die Tante, beziehungsweise die Mutter hat doch gesagt, dass sie ihre Tochter quasi versorgen will, in Anführungszeichen. Und ich hoffe, dass sie das auch getan hat. Ansonsten wäre es nämlich ziemlich, ziemlich schlimm. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich habe außerdem zweimal getappt. Und das ist blöd. Ja. Ja, sie hat jetzt rote Bäckchen und sie ist ziemlich, ziemlich unter Stress. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern.